Kalispera und guten Abend, meine lieben Freunde. Seid gegrüßt zu einer weiteren kleinen Runde von Space Engineers. Ich muss jetzt schon so laut. Ich kann einfach nicht mehr. Unser Mr. Space Engineer sieht einfach nur klasse aus mit seinen wunderschönen Schuhen und seinem absolut genialen Regenbogenanzug. Ach ja. Selten was Schöneres gesehen, was soll man da sonst sagen? Ja, und ich bin ein bisschen aufgeregt, wie so ein kleines Schulkind schon wieder. Denn es hat sich viel geändert. Also natürlich nicht im Spiel, also ihr seht das nicht. Ja, nee, da sind wir immer noch an der gleichen Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ja, da ist irgendwie nichts passiert, ne? So, und jetzt fragt ihr euch bestimmt, Mensch, was labert denn der schon wieder? Und was hat denn der eigentlich die ganze Zeit gemacht? Und so wenig Videos, er labert irgendeinen Müll die ganze Zeit. Ja, ich kann es euch ja mal erklären. Oder erzählen, besser gesagt. Erklären ist es nicht wirklich was. So, muss ich aber ganz kurz schauen. Ich muss ja nebenher ein bisschen ins Spiel wieder reinkommen. Wir brauchen Eis. Verdammt, der Kacke. Wir brauchen Eis. Was sind die Hydrogen Bottles? Hydro. Haben wir gar keine jetzt, oder was? Haben wir die zurückgelassen, wahrscheinlich. Ach Gott, es geht alles schief hier. Mann, gibt's doch gar nicht. Ich glaube, so haben wir das letzte Mal auch aufgehört, ne? So, also, genau. Was ist denn passiert? Zum einen, ich habe, wie soll ich sagen, meine Aufnahmetechnik und Spielehardware umgerüstet. Ich glaube, ich habe es ja schon mal ein bisschen angekündigt. Ich habe jetzt sozusagen zwei Aufnahme-PCs an zwei verschiedenen Standorten. Die Idee dahinter ist, damit ich nicht immer nur aufs Wochenende, wie sagt man, limitiert bin, wunderschöne Let's Play-Folgen für euch aufzunehmen. So, das ist so die Idee dahinter. Und wie ihr euch ja vorstellen könnt, ist ja viel Vorbereitung gebraucht. Ne? Klar, erstmal die Hardware und die ganze Technik und alles anschaffen, das aufzubauen, einzustellen. Ach ja, und wie soll ich sagen, Spielstände abgleichen, das Ganze halt drumherum. Das hat ewig gedauert. Deswegen gab es auch so wenig Folgen. Und ab jetzt. Ist soweit. Jetzt kann ich mal wieder eine Folge aufnehmen. Und total durch den Wind. Total, ich sag mal, aus dem Häuschen, dass ich mal wieder aufnehmen kann. Und es hört sich wahrscheinlich auch anders an. An meinem. Wir fallen runter. An meinem zweiten Aufnahmestandort sozusagen. Habe ich jetzt ein Ansteckmikro. Ja. Also kein. Schon ein gutes. Auch von Rode natürlich wieder. Aber es ist so ungewohnt, ne? Ich bin es gewohnt, dass ich dieses riesen Mikro vor meiner Nase habe. Jetzt sehe ich das Ding gar nicht. Das hängt hier irgendwo an meinem Hemd. Es ist sehr ungewohnt. Alles. Ja. Und es wird auch übers Handy aufgenommen. Und naja, ich bin gespannt, wie es rauskommt. Es werden auf jeden Fall jetzt ein paar Testfolgen. Und dann schauen wir mal. Wenn die Qualität in Ordnung ist, ich habe natürlich schon vorher ein bisschen getestet. Dann können wir es natürlich so bei mir lassen. Ansonsten muss da nochmal eine Aufwertung her. Also deswegen. Bitte ich um Entschuldigung und Nachsicht. Schau mal gerade, was wollte ich denn eigentlich? Reaktorkomponenten, die brauche ich eigentlich gar nicht. Genau. Entschuldigung und Nachsicht. Einmal Entschuldigung, dass so lange keine Folgen mehr kamen. Ich habe euch nicht vergessen. Ich möchte euch nicht vernachlässigen. Ich habe alles mal im Kopf, alles im Plan. Das hat halt einfach nur viel Zeit gekostet. So. Aber wenn das alles so funktioniert, dann kann ich auch. Wenn ich auch nicht so wirklich viel jetzt dann zusätzlich aufnehme, kann ich aber mehr vorbereiten. Das heißt, wir kommen endlich mal weiter bei Space Engineers. Das wäre wirklich ein Traum. Ich glaube, euch geht's wie mir. Es stoppt zu sehr. Wir kommen nicht wirklich vorwärts, es passiert nichts. Und das müssen wir ändern. So. Sind wir eigentlich schon dabei. Und was ich ganz dringend brauche, stelle ich gerade fest, eine neue Maus, weil die Maus ist ein, naja, eine Katastrophe. Da kriege ich noch eine Tastatur dazu. Und dann passt es mal wieder. So, jetzt habe ich ein bisschen was ausgeladen und so Kopf mal nebenher durchgegangen, was wir dann alles machen müssen. Genau, das Wichtigste. Wurscht. Control Panel, Batterien, wie sieht's aus?
Wie ist die Lage? Genau, das sind die richtigen Batterien. Wahrscheinlich sollte ich das Ganze mal so eingrenzen. Okay, die Batterien selber habe ich nicht umbenannt. Okay, schade. Macht nichts. Ich bin nochmal raus. Wir gucken, wie der Ladezustand der Batterien ist. Wir müssen ja auf Rettungsmission gehen, immer noch. So. Fully recharged. Okay. Drei Minuten. Okay, also wir sind bald zurück. Gucken wir nach Station Batterie. Was haben wir noch? Die halten noch 50 Minuten durch, bis sie total entladen sind. Da müssen wir natürlich auch was machen. Machen wir aber nicht jetzt. Die. Hallo? Was ist denn jetzt los? Ach, ich dachte schon, wie soll ich das Fenster nicht schließen? Die Idee dahinter ist, dass wir hier unten irgendwo auch einen Reaktor anbringen. Einfach, damit wir nicht immer nur auf Sonnenenergie angewiesen sind. So, und wir müssen alles abbrechen, denn wir folgen natürlich diesem Signal. Ganz wichtig. Tja, ja, das machen wir. Das holen wir jetzt ab. Die 3 Minuten, die schenken wir uns. Batterien sind an, Triebwerke sind an. So, Recharge schalten wir aus. Nicht, dass wir gleich auf die Fresse fliegen. Nämlich keine Lust dazu. Unlock. Nein, nicht Lock. Oh, ich habe die falsche. Moment. Was ist denn hier Y? Was? Wie jetzt? Hä? Ich hab die Batterien an. Wieso leuchtet das Symbol da rot? Ich möchte jetzt nichts Falsches drücken. Sehr merkwürdig. Silon. Muss man nochmal nachlesen, was das ist. Hier sind die Bremsen, klar. Antenne. Mhm. Oh, naja. Ich hoffe, wir fliegen nicht auf die Schnauze. Aber eigentlich müsste alles an sein. Ja. Super. Alles an. Und los geht's. Das Signal nehmen wir mit. Unser Schiff reparieren wir natürlich auch noch. Bei Zeiten. Also, was heißt reparieren? wieder zumachen. Da zieht's. Meine Herren, ey. Ich hoffe, man mag es auch ein bisschen, dass ich auf neue Hardware spiele. Auch wenn es jetzt nicht meine Main-Hardware ist, also nicht mein Main-Gaming-PC. Aber einen zweiten hatte ich ja noch gar nicht. Das erste Mal, das ist zwar. Ja doch, nee, hatte ich schon. Aber nicht, dass der zweite stärker ist als der erste. Momentan noch. Das ändert sich aber natürlich. Nur zum. Ich bin noch nicht dazu gekommen, meinen Haupt-Gaming-PC zu ersetzen. Der neue steht zwar schon da, aber ich muss noch alles anschließen, wieder verkabeln und vor allem viele Backups erstellen, Daten wegsichern und den ganzen, was sagt man, tollen Kram, der sich da so angesammelt hat über die Jahre. Wo ist denn das jetzt? Ach, hier unten. Das muss alles auf den Server wandern, das muss gespiegelt werden und dann kann ich es umrüsten. Deswegen, das dauert noch ein bisschen. Ja. Hier ging es etwas schneller und trotzdem länger, als ich gedacht habe. Weil ich ja... Weil es eigentlich gar nicht so vorgesehen war, ein zweiter Standort zum Aufnehmen. Der Let's Plays. Aber was soll's. Man hat ja sonst nichts zu tun. Ich würde mir ja die Zeit irgendwie totschlagen. So. Ah, jetzt bin ich aber genau daneben gelandet. Perfekt. So, Batterien aus. Triebwerke aus. Okay. Das ist auch noch so ein kleiner Fehler, muss ich auch korrigieren. Komm her jetzt. Ach, die Maus ist. Es tut mir leid, wenn es ein bisschen hektisch wird. Klick dann nochmal aus. Try your luck. Und? You didn't find any special item. Okay. Schade eigentlich. Ich habe mich schon gefreut, ich krieg wieder was für meinen Regenbogen-Ingenieur. Ich werde jetzt natürlich nicht alle jedes Mal mitnehmen hier und abbauen, aber so hin und wieder mal eine Mal. Ich fand es wieder ein guter Folgenstart halt.
bisschen auflockern alles. Ist unglaublich, war ich da aufgeregt, wie so ein kleines Kind. So ungewohnt ist mit diesem Ansteckmikro und dann aufs Handy schauen die ganze Zeit, ob es richtig aufnimmt. Ob ich alles richtig eingestellt habe. Naja. Wird schon werden. Ne? Schlimmer geht's sowieso nicht mehr. Also kann nur besser werden. So, ab geht's. Wieder ein neuer Tag im Paradies. Wohl eher im, naja, wie sagen, im Chaos City. Nichts fertig, nichts funktioniert richtig. Jede Folge redet der Typ einfach nur davon, dass es besser macht und es wird einfach nicht besser. Oh, es wird schon noch besser. Ihr werdet sehen, einfach immer fleißig weiter einschalten. Oh Gott, ja, diese Schleichwerbung, die Folge ist noch nicht mal zu Ende. Nach wie vor hat unser Fluggerät ja viel zu wenig Bremskraft. Nicht übertreiben, will ja nicht crashen. Passt. Triebwerke aus, Batterien aus. 31 Jahre Energie. Na gut, so lang spielen wir 39 Jahre noch Space Engineers, ich weiß es nicht. Ich halte es doch für sehr unwahrscheinlich. Aber man sagt niemals nie, ne? Man weiß es einfach nicht. So, okay. Jetzt habe ich das abgeholt. Genau, jetzt geht es einfach direkt ans Berg. Wir müssen hier zumachen. Wir machen jetzt hier zu. Ich möchte das jetzt geschlossen haben. Das ist wieder so ein Folgenstrecker, wieder völlig unspannend. Es tut mir auch total leid, aber ich möchte es einfach zu haben. Und dann geht's endlich und so. Was ist denn das für ein Block? Das ist ein gerader Block. Und jetzt endlich zur Rettung unseres... Wie heißt es denn eigentlich nochmal? UAV. Utility Aircraft Vehicle. Jetzt habe ich es wieder drauf. So, das sind zwei. Ich hoffe, was... Ach, der halbe Block hat sich da jetzt auch noch reingeschlichen in die Liste. Na ganz da. Was haltet ihr eigentlich von dem halben Block? Sagt's mir mal. Also ich finde den nicht so... Nicht so der Hit, muss ich sagen. Da kann man bestimmt viel machen, so abschließend, aber... So generell... Bin ich ihn eigentlich eher ein bisschen... Naja... Unnötig ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber... Keine Ahnung, man hätte mehr draus machen können. Ich weiß nicht, wie ich es besser sagen soll. Ich bin es gar nicht gewohnt, dass die Maus so weit nach oben heben muss. Es tut mir wirklich leid, wenn es ein bisschen schlecht rüberkommt, aber. Ich das jetzt so. Können wir hier gleich Verbesserungen durchführen? Hier setzt man den halben Block hin, ne? Ja, für sowas ist das zum Beispiel ganz nett, ne? Kann man hier so zumachen. Ach komm, ach ich. So was, wir machen es einfach. Wir benutzen ihn gleich mal. So. Das Problem ist, da kann man jetzt leider nur nichts mehr draufsetzen. Macht aber nichts. Dann wissen wir schon, da drunter ist eine Batterie. Schon kleine Designverbesserung oder Verschlechterung, wie man es nennen will. Ich weiß ehrlich gar nicht gesagt, was ich jetzt davon halten soll. Spontane Ideen, die können gut oder auch schlecht sein. So. Ich glaube, so könnte es sogar noch was aussehen. Das reicht. Ja, warum nicht? Auch mit der Farbe, ne? Das hat was. Es tut mir wirklich leid mit der Maus. Ich glaube, ich muss... Die Maus muss schneller ersetzt werden, als mir lieb ist. Weil so schlafen mir die letzten Zuschauer ab.
So, auf geht's schnell hier schließen. Wir müssen irgendwie vorankommen. Schaffen wahrscheinlich diese Folge nicht ganz. Ich baue zumindest irgendwie wieder zwei, drei Folgen. Ihr wisst ja, was ist. Ich möchte irgendwas raushaben. Wenn gar nichts kommt, ist halt auch so ein bisschen blöd damit, ne? Also würde ich schon gerne zwei Folgen irgendwie haben, die ich raushauen kann. Und ja, die nicht ganz so zu sagen, die nicht nur schlecht sind. Wenn es geht, wir verbessern ja ein bisschen was. Ist ja nicht so, dass wir gar nichts machen. Auch wenn es natürlich nicht so spannend ist. Aber in der Zeit kann ich dann schön für mich alleine, so wie ich es eigentlich schon immer sage und machen will, dann vorbereiten. Und ich hoffe, ich komme jetzt endlich dazu. Ja, der Rechner läuft ja jetzt hier. Das heißt, da dürfte es eigentlich keine Ausrede mehr geben. Aber wer weiß, vielleicht fällt mir ja noch eine ein. So, ja. Ah, das ist jetzt natürlich nur die Preisfrage. Wie war? Ich weiß nicht mehr, was da für Blöcke hinkommen. Das ist schon mal. Ich meine, mit denen kann man nicht wirklich was falsch machen. Hier dürfte es. Ja, und. Der hier gewesen sein, jawohl. Das stört mir jetzt ein bisschen, dass ich jedes Mal hier ran muss, um den Reaktor zu befüllen. Ne? Das sollte man irgendwie verbinden. Gut, ne, lass mal. Das ist nur für einen Notfall. Da muss man halt von Hand beide Seiten aufnehmen. Fertig. Ein Tod muss man sterben. Kann nicht alles haben. So. Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt hier so einen Block anbringe? Könnte es. Machen wir mal weg, aber. Ach Gott, es tut mir so leid. Die Maus ist eine Katastrophe. Also, es gibt wirklich nur zwei Folgen. Das reicht doch dann mal auf, um die. Ach, wie will ich sagen, um die Qualität hier zu testen. Also vom Ton, vom Bild her ist natürlich gewohnte Qualität. Sogar vielleicht ein bisschen besser mit der neuen Hardware. Aber vom Ton, wie es funktioniert mit dem Mikro. Ja, hier hatten dich. So, genau. Jetzt habe ich endlich die verzweifelte Suche nach dem Block. Okay, und hier machen wir's. Hier machen wir dicht. Normaler Block hier rein, so wunderbar. Und hier die abfallenden Blöcke. So, dann haben wir es eigentlich zum größten Teil repariert. Farbliche Korrekturen, die kann ich später durchführen. Jetzt machen wir es einfach mal ganz simpel, ne? Mal gucken, wie es aussieht. Vielleicht taucht es ja was. Aber höchstwahrscheinlich nicht. Na komm schon, jetzt. Na, ganz toll, jetzt komme ich hier nicht dran. Na egal, dann lassen wir es so. Macht auch nichts. Reaktor lässt durchblicken hier. Dann fällt hier, ist noch wahrscheinlich der Block hier. Ja. So. Gar nicht so schlecht.
schon die Frage, was kommt denn hier für ein Block hin? Es dürfte. Der passt. Oh, habe ich sogar gleich den richtigen gefunden. Sehr schön. Okay, dann haben wir es ja schon. Die erste Folge wird wahrscheinlich dann jetzt gleich zu Ende sein. Aber in der zweiten bekommt ihr natürlich noch richtig was zu sehen. Hey, wir gehen auf Rettungsmission. Ich glaub's ja gar nicht. Cool. Ja. Ne, das lassen wir so. Wie viel Uranium haben wir denn hier noch drin? Pack da mehr rein. Wir holen auch noch mehr ab, ganz klar.